Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Industrial Craft 2 Tutorial. Und in dieser Episode geht es um das Item Corp Matron. Und zunächst einmal wird es hergestellt aus zwei Electronic Circuits, zwei Universal Fluid Cells, einem Basic Machine Casing, einer normalen Chest und drei Corps. Und ich denke mal, wir bauen das Ganze einfach erstmal so hier entsprechend auf mit verschiedensten Corps einmal. Unser kleines Feld hier. Und damit ihr mal sehen könnt, was das Ganze entsprechend macht. Das heißt, wir platzieren in jedem Guap platzieren wir einen Samen. Und zack, 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 zack. Okay, gut. So, dann brauchen wir dazu, um einfach mal so ein paar Analysegeschichten ganz einfach zu machen, den Guap Analyzer. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel, das Wachstum ist momentan bei 14%. Wir haben ein Nutrient Storage von 0 auf 100. Wir haben einen Water Storage von 0 auf 200. Wir haben einen Redex Storage von 0 auf 100. Und wir haben verschiedene Growing Points. Momentan von 15 von 300. Und der Crop Matron macht Folgendes. Das heißt, er braucht zunächst einmal auf jeden Fall ein bisschen Strom. Das heißt, wir geben ihm auf jeden Fall mal ein bisschen was an Strom. Einfach die Badbox hier angeschlossen. Kann natürlich entsprechend auch noch automatisiert werden. Und dann haben wir erstmal ein relativ erschlagendes Interface. Aber es ist gar nicht so kompliziert. Wir haben einmal einen Tank für Wheat Eggs. Das können wir einfach so reinpumpen. Wir haben einmal einen Tank für Universal Fluid Cells auf der linken Seite. Und wir haben hier unten Platz für Fertilizer, was ähnlich ist oder was sich ähnlich verhält wie Bone Meal so ein Stück weit. Und dann können wir uns einfach mal angucken mit dem Crop Analyzer, wenn er gleich hier losgerannt ist. Wir gucken mal, er braucht halt immer ein Stück weit. Das bedeutet, er geht erst bestimmte Koordinaten durch, guckt halt, ob da jetzt irgendwie was vorhanden ist oder nicht. Und jetzt hat er auf jeden Fall was gefunden. Jetzt müssen wir mal gucken, wo er was gefunden hat. Ich glaube, hier hinten fängt er an gerade. Ja, okay, gut, hier fängt er gerade an. Hier ist er gerade noch nicht gewesen. Und so weiter. Und ihr seht, die Sachen werden halt entsprechend, geupgradet oder beziehungsweise die Stoffe werden an die verschiedenen Guaps verteilt. Gehen wir nochmal die verschiedenen Punkte einmal durch. Der Nutrient Storage ist im Grunde genommen die Anzeige für den Fertilizer. Das bedeutet, desto mehr Nutrient wir haben, desto schneller wachsen die Pflanzen oder beziehungsweise die Seeds halt ganz einfach. Water Storage ist natürlich auch ganz klar, geht natürlich auch mit ins Wachstum halt ein. Und Wheat Eggs ist für das Cross-Bedding auf jeden Fall ganz interessant und verhindert halt natürlich auch in gewisser Art und Weise, dass sich die Seeds, die wir hier ausgegeben haben, wir können ja mal einen Rechtsklick machen, wir haben jetzt momentan Weizen von Notch, also von ganz normales Minecraft-Weizen und wir können mal auf andere Felder schauen. Da haben wir hier zum Beispiel Weizen von Industrial Craft 2 und hier ist nämlich noch nichts mit implementiert gewesen und genau aus diesem Grund auch hier auch zum Beispiel hier so ein Crossbedding und wir sehen, dass da war dadurch, dass wir keinen Wheat Eggs hier im Einsatz hatten, im Grunde genommen kann man sagen, das ist wie Unkraut, kann man halt einfach sagen, sodass halt wir ganz einfach hier Unkraut dort hinten bekommen haben und hier versuchen wir halt durch das Wheat Eggs das Unkraut halt ganz einfach zu verhindern. Ich glaube, so kann man das am besten darstellen. So viel zum Crop Matron. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.